Was geht ab, ihr Monster, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute mal wieder den Airport Tycoon, denn der hat ein riesen Update bekommen und man kann jetzt eine Raketenstation aufbauen und das werden wir hier auf jeden Fall tun. Ich habe nämlich eine Menge Geld dafür gespart und falls ihr genauso hyped seid wie ich auf diesen Tycoon, dann smasht jetzt den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und ich würde sagen, heute wird nicht viel gequatscht, nur ein bisschen und deswegen legen wir jetzt los und befinden uns schon hier auf unserem Flugplatz, haben 474 Millionen Dollar gespart. Ich hoffe, das reicht. Und wir sehen hier schon jetzt tatsächlich das Portal zum Raketenstart-Dingsenbumsen. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier bauen können. So, da, ich bin rausgeflogen. Jetzt bin ich wieder drin. Da ist auf jeden Fall ein kleiner Bug gewesen. Sehr dunkel hier. Also an erster Stelle kaufen wir uns Lichter. Oha, wie cool. Wie in einem Stadion hier. Und ich bin mal gespannt, weil das Ganze wird uns ja jetzt hier beleuchten. Und dann kostet das Launchpad, also wirklich dieses Gerüst, wo die Rakete draufsteht, 10 Millionen, das gönnen wir uns auch. Wir haben ja die Kohle aktuell. Das wird, glaube ich, richtig nice. Und ihr wisst ja, der Tycoon, wir haben ja schon ein paar Folgen damit gemacht, die geben sich halt richtig Mühe mit den Designs und ich finde das hier auch mega nice. Das heißt, wir kaufen uns jetzt hier noch einen Labor. Genau, da haben wir hier ein kleines Labor. Gucken, was es hier so drin gibt. Ups, ich bin schon irgendwo durchgelaufen. Jetzt können wir gucken, hier gibt es irgendwas. Was ist das? Dynamit, glaube ich. Und hier gibt es einen Fallschirm. Oh, vielleicht können wir dann sogar mitfliegen. Bin ja mal mega gespannt. Wir drücken einfach mal das. Ach, das ist so eine Flare. Die leuchtet einfach nur rot. Nice. So, dann kaufen wir uns hier noch einen Benzintank für 1 Million. Der ist ja auch noch am Stissel. Gucken wir mal. Auch sehr schön, sehr passend. Und dann gucken wir mal weiter. Das Update hat übrigens auch noch andere Sachen. Ich glaube, die Feuerinsel wurde neu gemacht. Es gibt neue Flugzeuge und so weiter. Und eine neue Yacht. Die können wir uns vielleicht auch noch gleich angucken. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, gönnt euch das Spiel nochmal. Und wenn ihr den Tycoon noch gar nicht gespielt habt, der lohnt sich wirklich. Das ist immer noch mit der beste Tycoon, den ich jemals gespielt habe. Airport Tycoon. Unten in der Videobeschreibung gebe ich immer alles an. So, hier haben wir verschiedene Kapseln, mit denen man dann mitreisen kann. Aber irgendwie fehlt mir ja noch die Rakete hier. Also es gibt hier nicht so viel gerade zu kaufen. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Treppe für 7,5 Millionen. Oha, und dann können wir hier die Rakete für 50 Millionen kaufen. Oha, die ist ja riesengroß. Guckt euch das mal an. Und ich würde sagen, das Erste, was wir jetzt hier machen, ich habe richtig Bock gerade. Wir werden jetzt damit fliegen, aber vorher probieren wir mal den hier aus. Ah ja, okay. So funktioniert das mit dem Fallschirm. Das ist super cool. Und ich glaube, das ist halt auch mega cool, wenn man mit den Flugzeugen fliegt. Man kann halt einfach rumfliegen, rausspringen und mit dem Fallschirm irgendwo hingleiten. Mega cool. Oh, shoot, ich bin runtergefallen. Wir müssen jetzt auch mal eben schaffen, hier hochzukommen. Ihr wisst ja, Treppen in Roblox sind mein Endgegner. Also ich finde nichts schlimmer als Treppen in Roblox. Und eigentlich laufe ich immer in Ego-Perspektive. Oha, die ist richtig hoch. Ich kriege schon einen Drehwurm. Und sie wird immer höher. So, hier sind wir in der Rakete. Ihr, guckt mal, wie hoch wir hier sind. Da unten kann man auch noch irgendwas kaufen. Ah ne, die kann man neu respawnen da mit dem lilanen Punkt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier rein. Kann man denn hier auch? Ja, man kann hier auch fliegen. Und wir starten die Engine. Ha, da ist mein Spiel abgestürzt. Nochmal das Ganze. Wir gehen jetzt nochmal in die Rakete und starten jetzt wirklich die Engine. Das heißt, wir können jetzt hier auf Launch drücken. Starten die Kamera. Der Alarm geht hier schon los. Und jetzt ist die Frage, wie können wir beschleunigen? Ich drücke einfach mal auf... Aha, da kann man nicht klicken. Oh ja, jetzt geht's los. Der Turm wird abgekoppelt. Oh, ich bin richtig hyped. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Na, heben wir ab. Launch. Ich will fliegen. Kamera. Kamera ist okay. Oh, jetzt geht's los. Es dauert einfach ein bisschen. Wir starten. Ich bin echt gespannt, wie weit wir jetzt auch ins Weltall kommen. Das interessiert mich natürlich mega. Und jetzt sehen wir hier die Geschwindigkeit. Wir gehen halt gerade hoch. Oha. Das ist halt krass. Ich bin halt echt gespannt, wie hoch wir hier kommen. Es ist schon echt, echt klein gerade. Also... Oh, es wird auch langsam dunkel. Nein, sag nicht, die haben ein bisschen Weltall mit eingebaut. Nee, da hat sich die erste... Oh, der erste Teil hat sich sogar abgekoppelt. Und wir sind super schnell. Durch den Regen. Also es ist noch Regen da. Eigentlich sollte hier oben kein Regen mehr sein. Aber es funktioniert. Kann ich lenken? Oh oh. Oha, es hat sich sogar nochmal ein Stück abgekapselt. Und guck mal, wie hoch wir fliegen. Und mit welcher Geschwindigkeit, ich traue mich nicht, ich würde am liebsten gerade einmal rausspringen und mit dem Fallschirm runtergehen. Oha, so kann man auch die ganzen Flughäfen sehen und so weiter. Wir fliegen halt richtig hoch, guckt euch das mal an, wir haben immer noch eine Geschwindigkeit von über 500.
Wie weit fliegen wir denn? Wie weit geht das denn? Ich bin richtig gespannt. Wie weit können wir denn fliegen? Ich lasse das einfach mal laufen. Ich bin total neugierig gerade, wie hoch wir kommen können. Also ihr seht, die ganzen Symbole werden immer noch kleiner. Das heißt, wir gehen immer noch höher. Und wir sehen auch schon das Weltall da oben. Ich bin wirklich gespannt. Wir kommen immer noch weiter hoch. Jetzt ist die Frage, plumpst es dann irgendwann oben oder? Also wir werden auch immer schneller. Also wir sind jetzt mittlerweile schon bei 1000. Geht immer noch hoch. Das heißt, wir fallen nicht. Ich habe ein bisschen... Okay, ich habe mit vielem gerechnet. Ich habe gedacht, man fliegt so einen kleinen Kreis oder so einen kleinen Bogen oder sowas. Aber wir sind halt hier schon ewig hoch. Und wir werden immer noch schneller. Wir haben gerade 1600 Speed. Uff. Ich weiß halt nicht, ob da noch was kommt. Ich überlege gerade, ob wir rausspringen. 1500. Also es geht immer noch weiter. Oha, es geht halt immer noch weiter. Können wir eigentlich mal hier? Ja, das geht. Self-Destruct. Okay, das heißt, jetzt können wir versuchen rauszuspringen. Wir versuchen mal einfach... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich will hier raus. Lass mich hier raus. Ich will hier rausspringen. Oh Gott, das Ding ist so schnell, dass wir gar nicht hüpfen können. Das heißt, wir haben jetzt... ein... Oh. Okay, okay, okay. Wir sind wieder drin. Es passieren Dinge. Oh nein. Oh nein, wir können uns nicht. Ich bin auf dem falschen Stuhl, glaube ich. Ich bin auf dem falschen Stuhl, glaube ich. Oh Gott. Oh, es ist anstrengend. Es ist schwierig. Oh nein, wir sind doch auf dem richtigen. Oh, wir sind rausgefallen. Ich glaube, jetzt müssen wir ewig fliegen. Ich sehe nicht mal mehr die Icons am Boden. Wir sind der Mann im Mond. Guckt euch das an. Oh. Guckt euch das an. Ich schwöre euch. Bestes Profilfoto. Wer von euch, schreibt in die Kommentare, hat ein cooleres Profilfoto als in der Atmosphäre vor dem Mond liegend. Also ich muss gestehen, das ist cool und wir kommen richtig schnell wieder runter. Das heißt, wir werden jetzt kurz vor Ende, ziehen wir auf jeden Fall den Fallschirm, sonst werden wir nämlich ganz brutal aufklatschen. So, 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 wir ziehen jetzt gleich und... Oh, lol! Ich glaube, wir sind durch den Boden gefallen. Ja, wir sind kaputt gegangen. Mega gut. Also die Rakete hat echt Spaß gemacht. Super cooles Update auf jeden Fall wieder. Gönnt euch das auch. Baut die Launchzeit aus. Könnt ihr machen. Und es gibt halt auch neue Flugzeuge. Ich weiß nicht, wo die Flugzeuge finde ich auch ein bisschen anstrengend. Also ich mag die nicht so. Aber ich weiß, dass ganz viele von euch die Flugzeuge super gerne fliegen. Ich persönlich habe ein großes Problem mit den Flugzeugen, weil ich stürze damit immer ab. Und deswegen finde ich die nicht so cool. Wir gucken gerade nochmal bei Plain Island, ob es da noch was gibt. Und dann, glaube ich, haben wir das Update durchgespielt. Die Rakete ist auf jeden Fall mega und ich glaube, da kann man noch echt viel Unsinn mitmachen. Self-Destruct wäre zum Beispiel noch so eine Sache, die ich mir gerne angeguckt habe. Ja, hier kann man nämlich noch ein Stunt-Plane kaufen. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Dann haben wir hier einen Aero-Glider, den können wir hier kaufen. Das ist so ein, ihr wisst schon, was ich meine, so ein Segelflieger. Und hier gibt es einen für 60 Millionen. Wir haben ja super viel angespart hier, den Militärhelikopter, mit dem können wir gleich nochmal fliegen. Ja, mit dem hätte ich tatsächlich auch nochmal Lust zu fliegen. Also den Militärhelikopter gönnen wir uns jetzt noch. Ich glaube, der ist nämlich auch neu. Ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir hier... Ja, hier geht's los. Jetzt muss ich mal gucken, wie weit wir den hochkriegen. Mit S und W können wir starten. Ah! Oh, oh. 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 Ja, vielleicht. Nice. Also der neue Helikopter ist auch super cool. Damit können wir hier ziemlich hier auch zu den Inseln fliegen. Und man kann hier natürlich auch richtig cool miteinander spielen. Aber wir haben hier irgendwie so eine Seitwärtssicht. Aber das geht schon. Also bin da schon deutlich schlechter geflogen, muss ich sagen. Jetzt versuchen wir mal auszusteigen. Haben wir unseren Fallschirm noch? Nein, wir haben unseren Fallschirm nicht mehr. Weil wir ja kaputt gegangen sind. Mist. Aber ich kann auch empfehlen, spielt den Airport Tycoon nochmal. Guckt euch die Rakete an. Man kann da eine Menge Unsinn mitmachen. Und ich glaube, wenn man hier einmal so richtig schön drin ist, der allgemeine Tycoon ist super cool, dann kann man hier die Sachen ja relativ zügig neu kaufen. Die Kameras gehen jetzt übrigens auch. Die wurden gefixt, die wir in der letzten Folge gesehen haben. Und hier sollte natürlich irgendwo noch eine Yacht sein. Das Jetski ist hier. Hier ist das. Damit sind wir schon gefahren. Und hier gibt es jetzt die Yacht für 40 Millionen. Auch kein Problem für uns. Wir haben die Kohle. Die ist nämlich auch komplett neu. Und ja, die packen wir jetzt auch nochmal an. Wir gucken auch nochmal, was damit geht. Und da ist auch noch irgendwas. Aber ich glaube, das, ja, das kostet Robux. Das ist nämlich auch ein Helikopter. Und ach ja, man kann jetzt die Sachen auch mit VIP noch, wenn man das denn möchte, selbst gestalten. Ich persönlich, bei einem Tycoon macht es keinen Sinn, VIP auszugeben.
Aber ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, die man machen kann, wenn man möchte. Und wir testen jetzt nochmal die Yacht. Und man kann auch zusammenspielen. Wie gesagt, hier passen immer 4 Spieler drauf. 1, 2, 3, 4. Ja, genau. Und mit denen könnt ihr dann auch zusammen rumfahren und so weiter. Ist also ganz cool. Aber die Yacht ist jetzt nicht besonders schnell. Die sieht einfach nur mega cool aus. Ich glaube, wir haben jetzt mehr als genug von dem Update gesehen. Schreibt mir in die Kommentare, wie euch das gefällt. Smash den Like-Button, hinterlasst mir kostenloses Abo. Ich freue mich dann immer. Support ist kein Mord. Und wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß mit dem Tycoon. Falls ihr es noch nicht getan habt, hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo und smasht den Like-Button. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Zockmonster.